immer wieder gibt es Menschen, die in ihrem Leben an den Punkt kommen, wo sie feststellen, ich habe meine Chance bei Gott vertan. Ich habe das mit Jesus versemmelt. Ob das beim Zeugnisgeben war oder bei irgendeiner anderen Sache, sie haben den Eindruck, das wird nichts mehr, das war das Ende, ich habe es falsch gemacht. Und jetzt gibt es keine Lösung mehr. Ich habe über das Leben von Petrus gelesen, dass er in einer ganz ähnlichen Situation war. Er war an den Feuerplatz vom hohen Priester gekommen und hatte diese Frage gestellt bekommen, bist du nicht auch einer von denen? Und er hat gesagt, nein, er verleugnete Jesus. Und dann lesen wir diesen einen Satz, der mich echt beeindruckt hat, der heißt, und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Dieser Blick von Jesus war nicht ein Blick der Hoffnungslosigkeit, der Verdammnis, des Abschiebens, dieses, ja, jetzt hast du eben Pech gehabt, sondern es war der Blick der Hoffnung, der Liebe, der Vergebung. Und dieser Blick führte Petrus in eine ganz neue Situation. Zunächst war er traurig, er weinte bitterlich, erzählt die Bibel. Aber es gibt eine zweite Chance bei Gott. Es gab in Petrus' Leben einen zweiten Feuerplatz. Das war das zweite Feuer, was Jesus vorbereitet hatte, als er nach der Auferstehung den Jüngern begegnete. An diesem Feuerplatz stellt Jesus Petrus eine ganz entscheidende Frage. Petrus, hast du mich lieb? Und das ist die entscheidende Frage heute auch an dich. Hast du mich lieb? Fragt Jesus dich heute. Und als Jesus Petrus diese Frage stellt, sagt Petrus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Deine Antwort wird heute ganz entscheidend sein. Und bei Petrus kam von Jesus eine ganz neue Berufung in sein Leben. Ein ganz neues Glaubenslevel, ein ganz neuer Standort, eine neue Standortbestimmung, eine neue Berufung, eine neue Vision kam in das Leben von Petrus. Und genau das ist etwas, was Jesus heute in deinem Leben tun will. Er will dich neu beauftragen, in eine neue Vision, deine Bestimmung weitertragen. Es ist nicht vorbei, sondern Jesus lädt dich ein an diesen zweiten Feuerplatz. Du kannst heute erfahren, dass Gott mehr für dich hat.